Einsam in trüben Tagen hab ich zu Gott gefleht, des Herzens tiefstes Klagen ergoss ich im Gebet. Das singt Elsa von Brabant. Elsa, die Hauptfigur im Lohengrin der Oper von Richard Wagner. Wir sind also im 19. Jahrhundert jetzt weit fortgeschritten. Aber auch in diesen Worten kommt zum Ausdruck, dass die Elsa die Tiefe ihres Herzens vor Gott öffnet. Das Klagen bringt sie vor Gott. Wie gesagt, viele Arien sind Gebete und viele Lieder und Lieder, die wir singen, sind Gebete. Oft nehmen wir es gar nicht wahr, dass sie Gebete sind. Ausdruck des tiefsten Innern und gerichtet an ein Gegenüber, an Gott. Wir finden in der Bibel Psalmen, 150 Psalmen, die auch nichts anderes sind als Lieder. Man hat sie gesungen, man hat sie gebetet, man hat darin Worte gefunden, Worte für das eigene Erleben. Und wir tun bis heute gut daran, unsere Klagen vor Gott auszuschütten, indem wir uns Worte leihen. Warum nicht? Denn manchmal tut es gut, wenn wir nicht selber formulieren müssen und uns wiederfinden in anderen Liedern. Und dann auch des Herzens tiefstes Klagen im Gebet vor Gott ergießen. Einsam in trüben Tagen habe ich zu Gott gefleht, singt die Elsa im Lohengrin. So, doch gerade aus den Lüften.
Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.